Was für ein Aroma. Ich kann es bis hierher riechen. Die Deutschen lieben ja Kaffee und wir trinken davon sogar mehr als Wasser. Aber keiner mag ihn bitter. Und da ist die Ernte entscheidend. Falsch gepflückt kann es schnell passieren, dass unser Kaffee nicht schmeckt. Und worauf es ankommt und wie mühsam die Pflückerei ist, unser Reporter Jan Stremmel hat es ausprobiert. Überall Ameisen. Ich meine, wie soll man sich denn auf die Arbeit konzentrieren, wenn alles krabbelt? Immer überall. Kaffeeernte. Ein Job, der Galileo-Reporter Jan Stremmel vor einige Herausforderungen stellt. Für seine neueste X-Days-Challenge geht's nach Kolumbien. 2 Tage Kaffee pflücken. Kolumbien ist das drittgrößte Kaffeeexportland der Welt. Bekannt für besonders schmackhaften und hochwertigen Kaffee. Von der Hauptstadt Bogotá geht's für uns 3 Stunden nördlich Richtung Hochland. In Viota liegt das älteste Kaffeelandgut Kolumbiens. Jans erster Arbeitstag startet um 7 Uhr morgens. Ernteleiter Oscar begrüßt ihn. Hola, Jan, guten Morgen, wie geht's? Jungs, heute ist ein besonderer Tag. Wir haben einen neuen Arbeitskollegen. Hola, soy Jan. Ich bin Jan. Er wird uns bei der Ernte helfen. Encantado. Ja, meine 3 Arbeitskollegen waren 3 so richtig kernige Kolumbianer mit dunkelbraun gegerbter Haut und so Händen wie Bratpfannen. Und ich habe aber auch gleich gemerkt, das wird harte Arbeit, so wie die aussahen. 10 Stunden Kaffee pflücken unter der prallen Sonne Südamerikas. Jan bekommt die nötige Arbeitskleidung und seine Tagesaufgabe. Vale, fertig. Das ist der Eimer, in dem wir den ganzen Kaffee sammeln. Das Einsammeln ist das Wichtigste, was wir tun. Wir arbeiten nur per Hand. Bis zum oberen Eimer ran passen 10 Kilo rein. 10 Kilo? 10 Kilo. Okay. Ja, bis hier ungefähr. Na gut, dann verstehe ich auch, dass man so einen dicken Gürtel braucht. Die Ernte läuft das ganze Jahr über. Auch Kaffeeröstereien aus Deutschland beziehen von hier ihre Arabica-Bohnen. Die Kaffeeplantage liegt versteckt mitten im Regenwald. Die Sträucher stehen nicht etwa in Reih und Glied, sondern wild verstreut. Kaffee wächst hier zwischen anderen Fruchtbäumen. Über die Erde nimmt die Pflanze so einen besonders fruchtigen Geschmack auf. Doch der Arbeitsplatz mitten im Regenwald ist nicht ganz ungefährlich. Pass auf, das hätte ich fast nicht gesehen. Komm hier rüber. Achtung, Wespen. Was? Scheiße, was ist das denn? Wespennest. Die Plantage arbeitet ohne Pestizide. Jan muss sich also vor Ungeziefer in Acht nehmen. Das sitzt auch auf den Sträuchern, an denen die Kaffeefrüchte wachsen. Mitarbeiter Ahir erklärt Jan die Beeren. Das hier sind die Kaffeekirschen. Die Bohne ist da drin. Du pflückst die roten. Die sind reif und am hochwertigsten. So sollen die aussehen, wenn ich sie pflücke. Und wenn die so gelb sind? Die haben eine andere Qualität. Sind aber auch okay. Also können wir beide pflücken? Okay. Also, gelb oder rot. Grün nicht. Kein Job für Menschen mit Rot-Grün-Schwäche also. Grüne Kirschen vermiesen die Ernte, sie schmecken bitter. Rote hingegen süß. Jans Aufgabe, seinen Korb bis zum Mittag randvoll kriegen. Kniffliger als gedacht. Okay, krass, also die Dinger sind erstaunlich fest an den Zweigen dran. Man muss da echt dran ziehen. Also es ist gar nicht so leicht. Wichtig auch, keine Äste abbrechen und trotzdem Gas geben. Das Ganze bei 30 Grad und 88% Luftfeuchtigkeit. Am nervigsten für Jan aber die Regenwaldbewohner. Überall Ameisen! Alles krabbelt, ja, egal wo du hinfasst, irgendein Viech krabbelt über deine Hand. Ich habe, glaube ich, so 10 Stiche schon an meinen Unterarmen. Und die Hitze hilft auch nicht unbedingt. Wie haltet ihr das jeden Tag aus? Und da gewöhnt man sich dran. Ich wollte mich einfach irgendwann nur noch in so ein Eisbecken legen, weil alles gejuckt hat. Alles. Die Herausforderung der Pflücker, täglich 25 Kilo Kaffeekirschen ernten. Bis zum Mittag muss jeder also mindestens einen Korb voll haben. Auch Jan, keine leichte Aufgabe. Komm mal was. Zeig mir deine Ausbeute. A ver tu coco. Ay.
Du hast ja viel mehr als ich. Die nicht. Die auch nicht. Die sind noch grün. Na super. Nicht nur habe ich viel weniger als er, sondern ich habe auch noch die falschen gepflückt. Ehrlich gesagt, ich sehe schwarz, dass ich meine Aufgabe hier heute erfüllen werde. Wie soll ich das voll bekommen? Das ist doch unmöglich. Es wurde Mittag und dieser Eimer war noch nicht mal zu einem Drittel voll. Es dauert tatsächlich sehr, sehr viel länger, als ich das gedacht hätte. Trotz Scheiterns darf auch Jan Pause machen. Es geht zu Hector nach Hause, ein kleines Häuschen mitten auf der Plantage. Miete zahlt er dafür nicht, das übernimmt sein Arbeitgeber. Es ist groß. Ja, ich muss aufpassen, dass ich mich nicht verlaufe. Du lebst hier allein? Ja, aber nebenan wohnen noch andere Arbeiter. Wenn ich frei habe, sonntags, liege ich hier, schaue fern, wasche, räume auf. Fehlt dir hier was? Nein, ich lebe schon lange getrennt. Mein Sohn und Bruder kommen mich öfters besuchen. Oder ich gehe nach Bogota. Ich mag das Leben in der Stadt nicht. Mir gefällt es hier auf dem Land besser. Hector verdient den kolumbianischen Mindestlohn, 220 Euro im Monat. Auch nicht weniger als Fairtrade-Kollegen. Hector wirkt zufrieden, doch Jan bewegt der Hausbesuch. Schon krass, was für ein einfaches Leben die Jungs hier führen. Also bei uns ist ja Kaffee wirklich nicht billig, aber wie wenig Geld dann tatsächlich bei den Arbeitern landet, die das hier jeden Tag pflücken, das macht mich schon ein bisschen nachdenklich. Nach einer Stunde geht's zurück an die Arbeit. Doch Jans Eimer muss warten, das Weiterpflücken verschoben auf morgen. Denn die wild wuchernde Plantage braucht dringend Kaffeepflanzen-Nachschub. Auch das gehört zum Job der Pflücker. 6 Tage die Woche, 10 Stunden am Tag, ackern Hector und die anderen auf der Plantage. Fairtrade-Kaffeepflücker arbeiten im Vergleich dazu meist 2 Stunden weniger pro Tag. Seinen Job nimmt Hector immer ernst. Die lange Wurzel machst du weg. Und halt es da unten fest. Das ist kompliziert, du. Das ist wirklich. Die scheinen sehr empfindlich zu sein, diese Pflanzen. Hier ist jeder Handgriff vorgeschrieben. Jetzt setzen sie da ganz vorsichtig ein. Okay. 18 Monate wachsen die Pflanzen, dann werden sie geerntet. Sie sind das Kapital der Plantage. Gut so? Okay, meine erste Kaffeepflanze. Hoffentlich überlebt sie. Eine von 25 neuen Pflanzen, die Jan mit seinen Kollegen diesen Nachmittag eingräbt. Nach insgesamt 10 Stunden Arbeit endlich Feierabend. Hat Spaß gemacht. Wir sehen uns morgen. Hat mich sehr gefreut. Danke für deine Arbeit. Gut gemacht. Morgen werde ich versuchen, es besser zu machen. Morgen zur selben Zeit. Am selben Ort. Ich bin ganz schön kaputt. Ich freue mich jetzt auf mein Bett und ich hoffe, dass es bald dunkel wird, weil es noch total hell ist. Ich will aber jetzt absolut sofort schlafen. Bis morgen. Schlaf bekommt Jan ausreichend. Doch nach dem Aufwachen holt ihn an Tag 2 ein ganz anderes Problem ein. Guten Morgen. Oh, ey, mich juckt's überall. Es ist echt die Hölle. Ich bin sowas von zerstochen. Oh, ich befürchte aber, jetzt geht's gleich direkt da weiter, wo ich gestern aufgehört habe, weil ich muss meinen Eimer mit Kaffeebohnen ja noch voll bekommen. Treffpunkt mit den anderen direkt auf der Plantage, quasi vor der Haustür der Pflücker. 90 Hektar fasst das Gelände, ein Irrgarten aus Kaffeesträuchern. Und dann unterläuft Jan auch noch ein schwerer Anfängerfehler. Hola. Dein Eimer hast du nicht dabei? No. Nein, sammelst du nicht? Doch, Oscar meinte, ihr hättet einen. Nicht hier. Das heißt, ich kann gar nicht sammeln, weil ich keinen Eimer habe. Das erschwert natürlich die Arbeit enorm. Das war natürlich etwas peinlich. Wir teilen uns einen Eimer. Ich halte und du wirfst rein. Alles klar, wir teilen uns heute einfach die Ausbeute.
Dann fällt auch nicht auf, dass ich so wenig sammle. Muy bien. Heute müssen die Männer noch tiefer in den Regenwald als gestern, was den Job nicht gerade einfacher macht. Ich glaube, ich brauche eine Machete. Habe ich doch. Vorsicht. Nicht anfassen, die ist scharf. Das ist deine Bringamosa. Wenn du die berührst, kriegst du lauter Pusteln. Okay, das war knapp. Und die Uhr tickt. Bis zum Mittag sollen die Eimer wieder voll sein. Die Männer wechseln sich beim Tragen ab und Jan gibt Gas. Zielstrebig schlängelt sich der Pflückneuling durch die Kaffeesträucher. Am zweiten Tag war ich, glaube ich, deutlich dynamischer. Ich glaube, es lag vor allem daran, dass ich an jedem Quadratzentimeter meines Körpers schon einen Stich hatte. Deswegen war es mir schon egal. Und ich konnte mich mit voller Energie in die Pflanzen reinwerfen und deutlich schneller pflücken als am ersten Tag. So schnell wie Hector allerdings nicht. Der frühere Lkw-Fahrer macht seinen Job schließlich schon seit 8 Jahren. Gefällt dir deine Arbeit? Ja, die Arbeit auf dem Feld gefällt mir. Und was genau? Alles. Es ist einfach total entspannt. Und es ist eine gute Arbeit. Man wacht auf, muss nirgendwo mit dem Bus hinfahren. Man ist direkt vor Ort. Man frühstückt, zieht sich an und los. Heute bekommt das Team mit Jans Hilfe bis zum Mittag fast 50 Kilo Kaffeekirschen zusammen. Ihre Tagesaufgabe ist damit erfüllt. Jetzt nicht fallen lassen. Das ist sehr, sehr viel Arbeit in diesem Eimer. Die Kirschen kommen heute noch zur Weiterverarbeitung. Erstmal aber Trinkpause. Auf Kaffee verzichten die Erntehelfer dabei übrigens. Zur Stärkung gibt's frisch gepressten Kaktusfeigensaft. Alles gut. Lecker. Ja, sowieso Apfelsaft schmeckt das. Das Leben und Arbeiten auf der Plantage routiniert, aber auch abwechslungsreich. Auch die Weiterverarbeitung der Kaffeekirschen bis zur Rohbohne gehört dazu. Eine Maschine übernimmt das Schälen und Sortieren. Was bleibt, ist die weiße Bohne aus dem Inneren. Krass ist das wenig. Wir haben hier gerade säckeweise das Zeug angeschleppt und das ist alles, was dabei rauskommt. Die letzte Tagesaufgabe der Pflücker wartet im Trocknungsraum. Nasse Bohnen auslegen, trockene einsammeln. Bei über 40 Grad Raumtemperatur ein echter Knochenjob. Für 1 Kilo Rohbohnen bekommt die Plantage 1,70 Euro. Der Verkaufspreis in Deutschland mindestens 5-mal so hoch. Oh, das ist eine Affenhitze hier drin. Es fühlt sich an, wie im Backofen zu arbeiten. Oh. 40 Kilo Rohbohnen kommen in einen Sack. Das Zunähen nicht zu unterschätzen. Und das ist noch nicht das Schlimmste. Die Verladung des Kaffeebohnenkolosses wartet noch. Stopp! Warte, wir tun dir das lieber drauf. Okay, ich hab's. Adonde? Boah, das fliegt ja genau. Okay. Ja, also diese Typen sind natürlich alle richtig krasse, topfitte Arbeiter. Und die wuchten so einen 40-Kilo-Sack mal eben so auf die Schulter. Da habe ich auch ganz ordentlich abgekackt, auf gut Deutsch. Immerhin, ein paar Meter schafft Jan. Die hochwertigen Arabica-Bohnen kommen jetzt zu den Röstereien weltweit. Erst bei der Röstung selbst werden sie braun, so wie wir Kaffeebohnen kennen. Das war viel Arbeit. Danke, dass ich mithelfen und bei euch sein durfte. Es war uns eine Freude. Du kannst gern wiederkommen. Irgendwann werde ich wiederkommen. Alles Gute, Jungs. Die allergrößte Herausforderung für mich war, ganz ehrlich, sich ständig in diesen Urwald reinzudrücken und quasi auf allen Vieren durch den Dschungel zu robben. Hier gibt es keinen einzigen Traktor und keine Erntemaschine, sondern alles wird mit Menschenhänden vom Baum gepflückt.
Kaffee schmeckt gut und lässt sich super schnell zubereiten, ist aber höllisch viel Arbeit.